Jo, meine lieben Leute, da sind wir wieder am Feld. Grüß euch. Welcome back, ihr Opfer. Grüß euch, Kleinling, hier ist auch der Bauer Berti. Ja, was geht dir? Der weiß. Berti. Der Bert ist auch wieder mal dabei, liebe Leute. Länger Ja, nicht mehr gehört. stimmt. Bin im Mittelalter gewesen. In der Wikingerzeit. Was ich unnötig war, aber. Ah, da ist das Anbau auf dem Feld, was ich. Boah. Oder was ist das? Ich habe keinen Zugang zu dem Land, oder bist du. Lol. Er sagt mir, ich habe keinen Zugang zu dem Land, Alter. Na geil. Gut, wir brauchen Feld 49. Ich glaube, da habe ich zu viel ab angesehen. Das habe ich Angst. Nein, Entschuldigung, nicht angesetzt, sondern das Feld habe ich ja gelegt. Ist das nicht das beim. Na, war das nicht Wieder. das, was ich gezogen habe? Musst drüben bei 42 gekommen ist. Ah, okay. Weil da haben wir ja Gerste angebaut. Ah, okay. So, ich möchte da jetzt noch die Lautstärke ein bisschen runterdrehen. Da. Hast sogar du noch klar. Erst dann. Na, ich habe doch das Feld gezogen. Und Gerste angebaut. Seine. Und Gerste gleich angebaut, okay. Also, Okay, du dann wirst war. schauen, ob es ausgezogen ist. Achso, du meinst das bei den Schafen dort? Genau. Ja, das. Das auch, aber das hier habe ich auch gezogen. Nein, das habe ich gezogen. Große habe nämlich ich gezogen, das weiß ich nicht. Das letzte, was ich nämlich gezogen habe, dieses So, große das über geht ja dort zwei. ganz drüber. Okay, na dann ist Arsch gezogen. Bisschen über den Rand halt kommen. Oh mei. Eine ganze Drescherbreite, Ist Alter. doch wurscht dann. Kaufen wir das halt. Stimmt, wir haben eh Kohle. Gönnen wir uns halt, ne? Halt wieder. Wieso ist der Drescher so laut, Alter? Das weiß ich. Die ganze Seite ist nämlich neu jetzt da von den Blumen. Wo hast du da jetzt überall Sonnenblumen angebaut? Die ganze rechte Seite dort. Alles was bei der Produktion. Aber was ist das, oder? Das kenne ich noch gar nicht. Zeitsparende Bestandsprüfung. Das ist ja krass. Ah ja, das ist eine neue Mod. Da siehst du, was du hast, wie viel es, also was der Preis dazu wäre, wie viel das dann Gesamtwert wäre. Und rechts hast du, was der Höchstpreis wäre, der auf dieser Karte erzielt werden könnte. Also zum Beispiel, jetzt haben wir 671.000 noch rumliegen quasi. Krass. Also werden zum Beispiel auch die Grasballen mitgerechnet. 2 Millionen Liter Gras.
Steppe oder das ist ein großes Feld. Ja, aber wie gesagt, Karriere bin ich mir jetzt unsicher. Eben wie gesagt, der englische Verein, der wäre geil, aber wieder dort anfangen oder ich mache das wirklich, dass ich ihn wirklich in eine andere Liga schmeiße. Was ich halt auch nicht weiß, wie cool das wirklich ist dann. Ja, eben, also das stelle ich mir zwar schon nicht so cool vor. Also wenn ich wechsle im Spiel, habe ich gesagt, dann werde ich das machen mit der Spielerkarriere. Das ist cool. Oder ich mir so eine Geschichte überlegen, hat mich gescoutet irgendwo. Quasi mein erster Profivertrag in der vierten englischen Liga und. Da muss ich überlegen, ob ich überhaupt Spielerkarriere mache. Ich weiß halt nicht, wie dann die Karriere durchziehe. Dann eben. Jetzt können uns zwei Felder. Also, Spielerkarriere möchte ich durchziehen, aber weißt du, vielleicht nicht ganz so intensiv wie sonst, dass ich da so zwei, drei Abende die Woche oder so mache. Habe ich hier nicht die Zeit, aber weißt du, wie ich meine? Na ja, gut, nicht einmal das habe ich dann. Jetzt haben wir da schon viel gezogen. Marion hat mir 60. Oder die Maschine gleich mal ausgeschert ordentlich, bis deppert. Da auf irgendwo. Ich glaube, jetzt kann man da eh noch nichts zerstören. Da schon. Scheiße. Okay, ich dachte nicht, dass man da schon was zerstören kann. Anfang. Alle Felder fast fertig. Das ist Arsch, wenn die Seemaschine breit ist. Ist als die Wege. So, wie kommen wir da um jetzt, ohne was zu zerstören? Ob man nicht weiß, dass ich gebreitet. Also die Einzelsaatmaschine? Ich weiß, ich habe Angst. Ich war schon im Steirer. Ja. Mit der kannst du nicht zwischen zwei Dings fahren, habe ich jetzt gemerkt. Der Bertel ist da und schon ist wieder Feldvernichtung gerade, das ist geil. So, wenn da jetzt alles angesehen ist, wie komme ich darüber? Da könnte es gehen. Und jetzt habe ich Excel. Nein, wieso?
Excel. Excel. Der Belunter hat das geschafft, oder? Der ist ja. So, vielleicht sollte ich es heben. Was ich ja gemerkt habe beim Abtanken, wenn es wirklich nicht zwei identische Anhänger sind, ist der Drescher auch manchmal schwer beim Abladen. Ach so? Ja, weil dann erkennt er manchmal zum Beispiel den größeren und fährt dann viel weiter beim hinteren, weißt du? Aber da ist gar kein Anhänger mehr, weil der zu kurz ist dann. Okay. Das heißt, da müsste man fürs Abfahren die kleinen nehmen eigentlich. Na, man müsste halt zwei identische zusammenhängen. Naja, die großen kann man ja nicht zusammenhängen. Ja. Aber was ist mein? Ja, ja. Deppe, da kann man bei 49 noch viel machen. Warum wirst du nicht grün? Warum wirst du nicht grün? Alter, was ist das jetzt für ein Geräusch eigentlich immer? Das ist wie wenn einer mit einem Schlauch spritzen wird, Wasser spritzen wird, oder? Jetzt ist es wieder weg. Kannst du vielleicht einmal kurz in den Steier einsteigen? Und kannst du die Bäume dort wegmachen? Ich kriege immer nur die blaue Linie. Bitte? Parkeln fern auch noch. Sicher. Ist er auch da? Nein. Muss ohne gehen. Sich das geht schon ohne. Dann beschwert er sich wieder. Sicher. Hängen bleibt. Sicher. Nur die drei da oben? Ja, andere habe ich glaube ich nicht gesehen. Sonst habe ich keine gesehen. Danke. So. Der war. Stepper, oder was ist da los? Der will meinen Kurs legen über alle Felder. Eins vielleicht. Ah nein, Blödsinn. Ah nein, das schaut nur so komisch aus, so komisch grün zeichnet. Nee, passt eh. Ja, das war eh der, der ist geschissen reingefahren.
Da gibt es jetzt genug zu tun. Kann man wirklich schon auf 2 Tage stellen eigentlich. Und das war auch ein Thema, was ich ansprechen wollte. 2 Tage. Überladewagen gibt es wieder. Aber 50 Kubik ist nicht viel. Aber bist du aber, dass du da urviel gemacht hast, schon. Auch die ganzen Wege eingefahren. Ah, ich glaube, sie haben da rumgeschlafen. Nein, eh nicht. Eh nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall die 2 Felder gekauft, gell? 49 und 50. Übrigens wirst du Train Valley 2 bewundern können ab Dezember. Nicht, dass du schauen wirst, weil dich das wahrscheinlich eh nicht interessiert, aber. Es ist genauso wie der erste, nur halt. Neuer. Nein, es ist komplett anders. Viel anspruchsvoller, besser. Weil du hast nicht nur einfach. Fahre lila Zug in lila Bahnhof. Sondern du hast einen Passagierzug, den musst du zu einer, weiß nicht, sagen wir, das ist ein Kohlebergwerk. Du musst dort Passagiere reinliefern, damit sie dir Kohle erzeugen. Dann musst du Passagiere dort wieder reingeben, damit du sie wegliefern kannst. Zum Beispiel zu, was habe ich da? Goldbahn zum Beispiel. Du musst Goldbahn herstellen, das heißt, du brauchst Kohle und brauchst Gold. Und beides musst du anliefern immer. Und du hast dann immer so Herausforderungen, halt lass dir keine Züge in einen anderen Bahnhof einfahren oder reiß dir keine Strecken ab oder zerstöre nicht mehr als Gesamtwert von, weiß nicht, 20.000 Euro oder so. Und auf Zeit halt immer. Aber das mit den Produktionen ist extrem geil gemacht. Weil du hast jetzt alles, du kannst. Das eine Holzproduktion zum Beispiel, wo du eben diese, ich sage mal, Passagiere hinliefern musst, damit sie die Holz produzieren, dann lieferst du das Holz weiter ins Sägewerk, dann kriegst du so Bretter und dann kann es sein, dass du zum Beispiel das weitergeben musst in eine andere Produktion, wo sie dir dann komischerweise mit Glas und diese Säge, also diese Holzbretter, einen Stuhl machen. Und diese musst du dann in die Städte liefern. Und das geht halt alles auf Zeit quasi. Wenn du die Zeit überschreitest, dann hast du halt die Sterne nicht. Dann ist Level trotzdem erreicht. Aber ja. Aber es ist viel besser gemacht, finde ich. Weil freue ich mich auch schon in Cities. Ich muss aber wirklich den ersten Teil anspielen. Hör dazu. Oder du freue mich. Assist, apropos Produktion, müssen wir ja dann irgendwann, spätestens wenn der Wagen voll ist. Spätestens wenn der Wagen, genau. Und irgendwas sollte aufgedankt werden. Da. Oh. So.
Der Flughaberer ist das. Aber wirklich, was ist das für ein Geräusch, Alter? Das ist, als wenn einer spritzen wird. Was ist das, Wasser? Wenn das so weitergeht, ich glaube, ich schaffe nicht einmal das eine Feld. Heute. Das ist extrem riesig. Vor allem mit dem kleinen Mähwerk. Das wolltest du haben, gell? Ich war's. Kleinerinnen. Ich war's, da waren wir noch kleiner. Aber da kann man sich auch überlegen, einen großen Drescher dann das drauf zu geben. Also ein großes. Ja, aber ein Mähwerk dazu kaufen. Und wenn der mal nicht in Einsatz ist für andere Sachen, dann eben da auch einsetzen. Das schafft er. Da. Da-da-da-dam. Aber wirklich, ich sag damit, ein Hund könntest Uhr auf Aufriss gehen. Bin mit der Benny spazieren gegangen, Leute. Ich glaube, mich haben drei Mädels heute angequatscht. Beaten. Zap. Aber solltest du nicht Spielerkarriere bei Wexe machen, dann sag's. Bitte. Weil dann überlege ich mir das nämlich stark. Okay. Und nicht, dass das quasi dann deine geklaute Idee ist. Ich meine, Waxham wollte ich auf jeden Fall machen. Aber wenn man Be a Pro machen kann, also nicht Be a Pro, sondern wirklich einmal Spielerkarriere. Also wie quasi wie wir gespielt haben. So kannst du die Ansicht halt haben. Mhm. Ja, das normal wie halt. Was? Also da steuere ich aber nur meinen? Kannst du, ja. Oder die ganze Mannschaft? Kannst beides machen. Ah, okay. Nur, dass ich halt die Auswechslungen nicht bestimme, sondern das macht wer anderer. Gar nichts bestimmt. Ich bestimme gar nichts, ich spiele einfach nur quasi. Spielst du, ja. Bist du nur Spieler? Was dann auch schade ist, wegen die Transfers aber. Gut, wenn ich mache, dann dass ich dann auch irgendwann Manager werde. Was möchtest du? Wenn ich es mache, dann werde ich auch irgendwann Manager. Also dann möchte ich es wirklich durchziehen. Gut, aber das sind 30 Saisonen oder so dann. Das war ich. 15 oder. Ja, eh. Du bist ja quasi 16-Jähriger oder so. 18, glaube ich. Ah, 18. Und wird einem eine Stärke dann vorgegeben oder so wie du sie machst? Vorgegeben. Ah, okay. Und du kannst auch wegen den Schuh. So. Ja, wenn dann eigenen. So ist der Drescher heute so laut. Wir sind 9 jetzt, ist aber 70 war es sonst. Was war 70? Stärke. Minimum oder was? Ja, mit 70 beginnst du. Also mit 70 beginne ich? So stark schon? Okay, wow. Gut, für eine Standardliga ist das nicht.
Vielleicht kommt es auch darauf an, wo du beginnst. Auch so. Naja, vierte englische Liga ist ja schon stark. Dass du Er ist schon lauter, stärker, ja. weiß nicht, 60er, 64er und so. Aber wie gesagt, kann ja auch sein, dass angepasst wird, das bin ich. Aber ich sag, wenn du halt niedriger bist, was ist denn? Dauert es halt länger auch wieder, bis du gut wirst, so gesehen. Bei einer niedrigen Liga meinst. Ja, ich meine, wenn du jetzt, sag ich, du bist dann, wenn du jetzt Liga angepasst 60 bist, was dort dann welcher ist, weißt du, dann dauert es ja mal, bis du dann zu einem Topverein kommen würdest, weil. Nee. Ja. Ich weiß, was du meinst. Es wäre ein Kohle-Mähwerk auf mein Angebot. Was soll das? Feldhäcksler-Schneidewerk, Alter. Merzler haben sie auch ein Angebot für dich. Ja, habe ich gesehen. Aber wir könnten dann wirklich auch auf Raps ein bisschen gehen, dass man die Produktion auch Ich dann hätte es auch voll. abwechselnd halt gemacht. Du meinst jetzt dort, wo wir Sonnenblumen anbauen, dann Raps? Ja, zum Beispiel oder auch woanders. Wie gesagt, weil zum Beispiel die Gerste wird sich jetzt fix nicht in der Mühle ausgehen. Weil wir brauchen ein Silo oder eine zweite Mühle und selbst die. Voll. Mhm. Oder Oder wie wird gesagt, dann mit die wirklich. 6 oder 7 Felder, was wir da schon hatten generell, waren 5 Anhänger voll und ein Feld war noch aus. Na, dann bauen wir noch eine zweite Mühle vielleicht. Das sage ich, aber die wäre auch voll. Eine Das geht ja nur zweite Mühle und. 100.000. Achso, Wir ja, hatten 5 stimmt. Anhänger voll und ein Feld noch. Vielleicht sollte man mehr von den Getreide her variieren. Ja, dass wir zum Beispiel jetzt 3 Sachen machen. Genau. Ein Silo irgendwann, wenn wir nicht drum herum. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, den können wir jetzt noch nicht leisten. So, also was ich mir überlegt habe, den Hof haben wir eh schon gesagt, wo wir bauen. Aber ich dachte mir über Pferde, wir werden Pferde interessieren uns ja eh nicht so. Ich interessiere. Nicht so wirklich. Dann würde ich sagen, kann man einen Stall auf den Hof dazu bauen, was nicht so extra für die Schafe machen. Also, dass wir nur einen einzigen Pferdestall Einen haben und. Pferdestall, den gleich am Hof. Da Ja. Bühne oder so dazu. Ansonsten hätte ich noch 13 und 14 Kuhstall gesehen. Viel Platz. 18, 19 Schweinestall. 29 Tiere alle Feldern. Okay. Kommt halt darauf an, wie viel wir machen. Gut, irgendwann ist die Kapazität.
Dings. Warte. Ja. Ich ein Viertel verbaut. Ja. Aber ich würde wirklich sagen, dass wir ein bisschen mehr Getreide variieren, damit wir die Mühle mehr voll kriegen. Und auch mehr variieren, dann weiß nicht, dass wir Sonnenblumen und Gerste zum Beispiel anbauen, dass auch die Ölproduktion. Warte mal, Gerste. Ja, Raps, Entschuldige, Raps. Achso, ja. Aber da bräuchten wir wieder mehr. Ich weiß halt nicht, wie viele Dings gehen jetzt. Nur Sonnenblumen. Mhm. Wenn ich jetzt keinen Plan habe, wie viel in eine Ölmühle gehen, so ja. Rauskommt aus Sonnenblumen. Ich glaube, Raps war all in produktiver, glaube ich. Aber ist ja wurscht, das kann man ja im Prinzip sowieso beides dann anbauen. Ich meine jetzt nicht von Produktivität her, sondern wie viel jetzt. Ich weiß nicht, wie viel aus diesem Feld Sonnenblumen rauskommt. So meinst du das. Sieht dann. Ja. Kommt nicht an. Ich sehe zum Beispiel jetzt, Weizen ist noch da drin. Da ist schon wieder 56.000 Gerste drin. Ja, wir sollten das wirklich mehr variieren. Weil es wird ja halt, weißt du, durch was ich auch habe und spiegelt, würde das auch nochmal Blumen mehr. Blumen her mehr. Ja. So. Hinkommen. Haben wir jetzt auch besprochen. Anbau haben wir dann auch schon besprochen. Wir könnten das wirklich von links nach rechts. Wir sagen immer, weiß nicht, wir bauen an zwei Felder so, zwei Felder so, zwei Felder so. Dann wieder zwei Felder so, zwei Felder so, zwei Felder so. Irgendwie, das war. Ja, was wir auch unbedingt machen müssen. Das war ungefähr. Man kann eine Beschäftigung machen. Mit Autodorf. Ach so. Das bringt nichts, wenn ich das jetzt benenne, so wie ich mir's denke, weil dann kennst du dich nicht aus. Und na gut, wie willst du das benennen? Feld. Weiß nicht. 60 Mitte zum Beispiel, jetzt wo ich bin. Wenn ich in der Mitte von den zwei Feldern bin, wo der Weg ist. Gut, aber was? Gut, auf der Karte muss ich dann immer nachschauen, wo welches Feld ist, aber wie willst du das sonst machen? Ah, ja. Ich würde es halt trotzdem gerne gemeinsam machen. Weil manchmal überlappen ja auch welche übereinander. Da unten wäre es jetzt wurscht, weil beide überlappen. Ja. Aber zum Beispiel das, was du auch angelegt hast und runter da angelegt hast. Ja. Den See da in der Mitte, ja. Hätte vorhaben, ich weiß nicht wie gut, aber so ein kleines Dörfchen drumherum bauen, eben auch mit so Verkaufsstellen. Noch mehr Verkaufsflächen haben. Was ist denn eine nette Idee? Weil ich sag, rund um den See habe ich gesehen, ist es eh nicht so geil, weißt du, und halt ein bisschen Platz weg, sage ich jetzt einmal. Und da kann man ein paar Gebäude hinstellen. Ein paar Gebäude. Ein paar drei Verkaufsstellen. Übste. Ansonsten hast du eh schon gesehen. Feldwege habe ich schon. Doch nicht alles 100%. Hast du ehrlich auch die. Ja, Entschuldige. Bei der linken Seite. Feld? Ob Feld ist? Fußstab? Oder drei Felder sogar. Welches jetzt? Ganz links. Tja, das schaut aus, als wenn es durchgehen wäre, eigentlich fast. Eben, deswegen. Seite habe ich jetzt.
Wow, was ehrlich urfleißig. Aber bis der 22 und 12 ist der Urwald.